das muss man mal erlebt haben, gell? Paris, ja, ganz normal Alltag. Jetzt schau dir mal den Radlfahrer, dann schaut er den Motorradlfahrer an, ja, kommt einer, ja, man diskutiert ein bisschen, hat man ja auch Zeit, gell? Ja, ja, ui, ui, dass er durchpasst, dass er mal auf. Und jetzt kommt er noch. Gell? Ist er der Allerbeste. Gell? Ja, unglaublich chaotisch der Verkehr in Paris. Ja, wie kommen wir mit unserem Chaos zurecht? Am Anfang hieß es ja, die Erde war wüst und leer, aber über dem Wasser schwebte schon der Geist. Der Geist, der auch alles ordnet. Jetzt wird es einmal Zeit, dass ich euch diese Pfingstsequenz von diesem Langton im Original vorsinge. Gotteslob 843. Veni Sancte Spiritus, et emite Coelitus, lucis tue radium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium. Consolator Optime, dulcis hospes anime, dulce Refrigerium. In labore requies, in estutum peries, in fletu solatium. O lux beatissima, replecordis intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nihil est in homine, nihil est in noxium. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium, datuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia. Wunderschön. Und im Gotteslob 344 findet man dann die deutsche Übersetzung dazu. Komm herab, o heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu. Köstlich Labsal in der Not, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund, ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, nihil est in homine, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, wärme du, was kalt und hart, dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen, Halleluja. Also über jedes einzelne dieser Bilder könnte man stundenlang nachdenken, predigen oder meditieren, was diesem Geist alles zugesprochen wird. Ja, man kann eigentlich nur sagen, wie es dann am Schlussbild jetzt zu sehen sein wird, regne herab, Heiliger Geist, reichlich, tränke uns, aber nicht zu viel. Ja, und so möge euch an diesem sechsten Tag der Pfingstnovene auch der gute Geist stärken. Und es segne euch überhaupt der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen.